Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du dabei bist bei der plastikfreien Challenge im Juli 2023. Tata, man muss ja viel trinken im Sommer, ne? Das ist die Metermilch, was wir immer holen, unseren Bauern. Hier in der Mitte habe ich ganz normales Wasser mit Zitrone, Lecker und Eiswürfel. Und hier habe ich Tee, Früchtetee. Und heute geht es eigentlich um die Strohhalme. Die Strohhalme, glaube ich, sind seit 1,5 Jahren verboten, gell? Und da gibt es viele Alternativen. Also früher muss man sich vorstellen, dass die Strohhalme in Unverpacktläden man zu erwerben hatte. Und jetzt gibt es sie halt überall, gell? Boah, unser kleiner Hundi. Nein, nein, für dich ist das nichts. Ja, und jetzt kann man die überall kaufen. Hier fehlt noch ein Strohhalm, und zwar der ist aus Pappe, und das ist echt eklig. Also ich habe mir das mal, ich glaube, es waren 10 Stück drinnen, und die sind gleich aufgeweicht und waren nichts. Die aus Holz ist auch eine Alternative, aber die, ja, also die finde ich eigentlich nicht so super. Ich probiere mal, wie es. Also, ich habe es mir jetzt neu gekauft, ne? Und ja, ein bisschen holzig. Also, ist auch nichts. Ist auch nichts. Holzig ist es. Natürlich, die Glasstrohhalme sind echt super. Sind super, super, super. Und auch die Edelstahl. Edelstahl mag ich auch ganz arg, denn voller Geschmack ist da, nicht irgendwie aufgeweicht, sondern da kannst du draus trinken und dann richtiges Geschmackerlebnis. Wie gesagt, hier, ich denke, nee, ist nicht für mich. Nee, dann lieber ohne. Lieber ohne, und das ist wirklich so holzig. Also, nee. Nee, nee, nee. So, Prost. Guck mal, mir schmilzt schon ganz arg, aber ich liebe es. Müsst ihr echt trinken. Nur Wasser und Zitronensaft. Echt lecker. Boah, aber ich habe immer noch einen holzigen Geschmack im Mund. Oh. Und natürlich, vom Glas schmeckt es wirklich echt, echt super. Auch kein Geschmack. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie bekommt man es sauber, ne? Also man kann es nochmal spülen und guckt mal, wenn ihr die kaufen tut, die Alternativ-Strohhalme, dann kriegt ihr so eine kleine, ja, Flaschenbürste dazu, so eine kleine. Und da könnt ihr rein und richtig schön putzen. Oder hier und von der anderen Seite. Also ihr kommt da ein bisschen auch durch, weil die sich, guckt mal, auch ein bisschen so bewegen kann. Also da kommt ihr durch und dann von der anderen Seite. Die werden wirklich sauber und die gibt es immer dabei. Also die bitte aufheben und nicht wegschmeißen. Wenn ich zu viele habe, dann tue ich sie auch verwenden zum Putzen. Also putzen, ne? Also so Kleinigkeiten putzen und so hinter der Heizung oder so. Dann ist es nur zum Putzen. Also Putzgegenteil zum Putzen. Putzgegenteil. So. Einen Gedanken habe ich noch zu diesem, ja, im Mund ekligen für mich Strohhalm aus Holz. Und zwar kann man das auch verwenden, auch zum Basteln zum Beispiel. Oder zum Verfeuern, ne? Also extra verfeuern, ja, wenn man sie schon hat und die sind echt eklig. Oder dann auch Seifenblasen machen. Ja, Seifenblasen. Das denke ich auch, das klappt. Wir haben das mit dem Plastikstrohhalm auch oft gemacht. Und zwar haben wir in so ein Glas Wasser, dann also Wasser reingetan, dann haben wir 4 Spülmittel Tropfen reingetan, das vermischt und so, und dann so eingetaucht und dann von der einen Seite reingeblasen, und dann kamen die Seifenblasen raus. Das kam mir noch jetzt als einen kleinen Tipp. Oder was meint ihr, was kann man noch mit dem machen? Und guckt mal, es ist echt warm, weil die ja, Eiswürfel schon geschmolzen sind. Guckt. Und ja, ich habe mir jetzt hier ein Glas Strohhalm geholt und genieße.
Jetzt das Wasser und den Tee noch am Abend. Was trinkt ihr eigentlich so gerne? Könnt ihr mir gerne schreiben. Also vom Alkohol mag ich gerne Hugo trinken und nicht alkoholisches, ja, das was ihr hier seht, so Tee und Wasser, Wasser, Zitronenwasser, das mag ich gerne oder Saftschorle, das mag ich auch. Das sind so meine Lieblingsgetränke.